Oh, Aufnahme. So. Ja, muss ich sowas sagen, die wunderschönen Abend oder sowas? Nee, hatten wir ja eigentlich schon mit einem Herzhaften. Guten Morgen. Macht der hier immer? Ja, ja, das ist immer, hier ist mal aufgefallen, das ist immer der gleiche Ton. Das ist immer der gleiche Tonfall. Ja. Guten Morgen. Schön, ja? So. Das könntest du einmal aufnehmen und das könntest du irgendwie, weiß ich, also es ist, das hört sich immer gleich an. Finde ich, kriege ich nicht so hin. Morgens weiß ich, wie ich mich da anhöre. Ja, du weißt, wie ich mich anhöre. Morgens? Naja. So total, da hust immer noch Würfel und Fischkrähen. Als ob man während der Nacht irgendwas Kratziges gegessen hat. Naja. Ja. Yeah. So, Controller anmachen. Ja, ich zuerst. Ja. Hab schon. Oh, ich toll. Wieder auf. Nee, jetzt bist du im Menü. Jetzt kannst du. Ach, verdammt. Ah, ja. Ja. Ich hab den Controller ausgeschaltet. Ja, wir haben einen Katschen noch. Bäh. Ja, wenn ihr ihn dann auch noch mal ein bisschen recherchieren wollt, wer das ist oder sowas, es gibt den Dotsbot. Zurzeit ein bisschen ruhiger, aber das kommt wieder. Kommt wieder. Ich hab unter anderem habe ich. Mit einem Kumpel von mir. Ja, eventuell. Jetzt? Eventuell ein Projekt vor. Das ist alles noch nicht so ganz wirklich in trockenen Tüchern, beziehungsweise dass wir müssen erstmal drüber sprechen, weil es geht darum, dass es irgendwie für mich entweder wird es ein Zweitkanal oder mit ihm zusammen ein zusammengelegter Kanal, aber das ist alles noch so sehr vage, da ist noch gar nicht spruchreif. Ja. Und von mir selber soll es demnächst auch mal irgendwie ein bisschen was geben wieder. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich bin irgendwie im Vierteljahr oder so, wo ich nichts gemacht habe. Ja gut, es ist viel passiert. Ich bin umgezogen, musste viel organisieren, viel machen, viel Rennerei mit der Ämter und Bürgerbüro und was nicht alles, was zu einem Umzug dazugehört. Aber hast du das nicht aufgenommen? Der Weg ins Bürgerbüro. Ja, nee. Bürgerbüro. Ich hätte, also wenn ich das aufgenommen hätte, dann hätte ich die Hälfte da irgendwie rauspiepen müssen. Mich stresst das ultra, mich nervt sowas immer. Und dann, da bin ich, nee. Es gab eine sehr erfolgreiche Serie, die nannte sich Piep. So, wenn du so viel rauspiepen musst, nein? Nicht ausblenden, rauspiepen. Also, so, du musst Kreis drücken, glaube ich, ne? Nee. Ich will aber nicht Shield heißen. Jetzt bin ich hier ganz unten. Wenn das gleich passt, ne? Sie hat nicht gepasst. Zicke. So, großes Team. Nein, ich nehme jetzt nicht Zicki, sondern den Octane. Mit der englischen Lackierung. So, jetzt geht los. Haben wir eigentlich schon. Ach, das machen wir. Oh nein! Ich hab mich verfahren, aber du dich ja auch. Ja, so ein bisschen. Voll ungewohnt. Wie spät ist das überhaupt? Ist doch egal, wir zocken. Hast recht. Wie war das? Du hast Urlaub, ne? Mhm. Das heißt, du hast morgen kaum Verpflichtung, oder? Ja, im Prinzip ja. Das Einzige, ich bin morgen früh. Bei Tor im Frühstück. Aber abgesehen davon. Ja, gut, da kannst du ja die Augen auch zur Not zulassen, ne? Ist ja, ja jetzt nicht so was Wichtiges, wo ein Chef anfängt zu meckern oder. Meckeres. Oh nein! Oh ja! Nein! Oh, verdammt! Nein! Wo willst du eigentlich hin? Der Ball ist hier. Ja, das weiß ich. Ich wollte nur ein bisschen Abstand gewinnen, um dann wieder stylisch zu drehen und mit einem dreifachen Rittberger. Dem Herz zu springen? Um Herz zu springen, ja. Oh, jetzt machst du das, oder was? Oh, ich hab dich versucht. Genockt, aber der Ball kullert hier noch lang. Du hast nichts verpasst. Das ist der ganze Ball da noch cooler, den hätte ich verhandeln müssen, den Scheiß. Na. Oh! Oh! Scheiße! Pfosten!
Das. Ey, ich beleidige dich doch auch nicht. Abbremsen. Gas geben und. Ja! Ah, schön. Oh Mann. Oh ja. So. Ja, so geht das ab. Ich mache hier mal Pause. So. Zu jedem guten Spiel gehört natürlich eine Liste, die wir hier führen. Da spielen wir Saisons. Eine Saison hat 20 Spiele. Im Falle eines Unentschiedens gibt es ein 21. Spiel. So, wie viele haben wir denn heute? 25. Weil Freitag der 27. ist. Letzten Freitag war der 23. Ja, morgen war der 26. Morgen ist der 26. Hm. Dann ist heute. Nein, morgen ist nicht der Freitag. Morgen ist der 26. Das kann aber sein, das ist der 25. So. Ja. 25. 26. Nein, 25. Du hast gesagt, morgen wäre der 26. Vielleicht schaffen wir es ja über 12 Uhr hinaus. Wie beschreiben wir das Datum denn dann? Ändern wir das dann? 25. bis 26. Keine Ahnung. Also nee, ich würde sagen, wir lassen das so, weil wir haben am 25. auf jeden Fall angefangen. Das ist doch mal ein Wort. 2000. Nein, welches Jahr war jetzt? Lassen wir erstmal frei. 2000. Nein, ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ich gebe dir eine Hilfe. 2, 0, 1? 4 oder 5? 14? Was? 15? Nee. Ich wollte mich nicht echt mal. Welches Jahr haben wir? Ich bin jetzt voll durcheinander. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch noch gar keine 15 geschrieben. Klar, offensichtlich schon. Nein, da steht ja 14. Ey, schräg. Gut, welche Saison ist denn das? Kann ich nicht sagen. 6, glaube ich, ne? 3, 5, 6, 7. Oh nein. Nein. Doch 7. So. Modus. Wir haben 1 gegen 1 gespielt. Ich hatte jetzt ein Tor, du hast gewonnen mit 2 Toren. Es ging sogar ins K.O. in die K.O.-Verlängerung. Ich meine ein Kokos-Kakao-Riegel. Du meinst ein Bounty. So, Punkte hast du jetzt 3, einen Bonuspunkt und ich 1 für die Tore. So. Ja, hast du 3. Ja. So, Tabak, wir haben ja jetzt eben erst angefangen, das heißt, wir hatten noch keinen Tabak. Da brauchen wir noch keinen Strich machen, ne? Richtig. So. Oh, dann fix und fertig. Wie war das Jahr, ist mir eingefallen. Ich war jetzt echt irgendwie bei 14. Aber, naja. Das ist mir ein salziger Stamm. Ein Scheiß Arsch. Ja. So. Dann brauchen wir noch einen, ne? Die nächste Map braucht. Es gibt ja 3 verschiedene Maps, die wir spielen, insgesamt 5, ne? Ja, 5 oder 6 Maps gibt es, ja. Also Maps kann man sich nicht beispielen, habe ich nachgelesen im Internet.
Nur jeweilige Fahrzeuge. Mhm. Achso, im Übrigen, wir spielen Autoball, Autofußball. Ach ja, das sollte man vielleicht. Boah. Was war das hier jetzt für ein Anschluss? Weiß ich nicht. Komm schon. Nein. Och Mann. Aha, boah. Ey. Den wollte ich haben. Ich weiß. Klar, ich fahr auch mal rein. Ah, ich fahr auch da vorbei. Jo. Schon die Schnitte für die Rechnung. Und ah! Ah, ein schönes Tor, guck mal, wie ich. Ja, das ist die Stefan-Standard-Situation. Ja, genau, die Stefan-Standard-Situation. Ganz schräg von der Seite, ne? Aber guck mal, wie schön und präzise sich das verwandelt hat. Ne? Da bin ich noch mit der Schnauze zur Seite, damit er auch gerade hinein. Naja, sagen wir es mal so, du warst an der Torlinie, wo hätte der Ball noch hin sollen oder so? Ja, das frage ich mich ganz oft, wo der Ball hin soll. Und dann plötzlich ist er bei mir im Tor, so wie da fast, ne? Mm. Boah, wenn du den getroffen hättest, ne? Ja, das weiß ich, danke. Aber schön, dass du das auch weißt, dass ich wenigstens etwas manchmal torgefährlich bin. Ja, ich bin jetzt auch enorm eingeschüchtert. Ja. Auf, verdammt! Na gut, dass ich mir mein Turbo aufgehoben habe. Was ist das denn? Oh nee! Oh! Ein Tor, danke! Ah, nee, ja, so halt, ne? Ja, doch. Da würde der Bär so oder so rein. Richtig. Nur ein bisschen Ruhe bewahren sollen und. Ja. Egal. 1-1. Oh. Ja, drin? Ja. Ja. Ich bin jetzt gelandet. Was war denn da? Du warst gar nicht da, ne? Doch. Aber. Na. So, 2-1 für mich. Der Ball ist irgendwie gut. Nicht im Ernst. Oh. Nein! Ich dachte, du triffst den. Verarscht. Wo ist der Ball? Schönen Schwenker hast du gemacht.
So, 2-2. Mach nochmal auf Stopp, bevor da die Sekunden runterziehen. Dann machen wir hier nochmal aus. Man muss ja nicht immer alles. So machen wir mal. So, es geht weiter. Wir haben mittlerweile gerade mal 6 Spiele gespielt. Und jetzt machen wir 4 gegen 4. Was nehme ich denn mal? Da kann ich auch mal einen Zippi nehmen, ne? Ja. Ja. Ich rieche mich sowieso wie auf, egal was ich nehme. Ja, eben. Ich mache jetzt nochmal einen auf Zippi. Ich bilde mir ein, die sind besonders schnell. Ich glaube, sehr leicht und klein. Boah, Mann. Du warst das, wa? Ich war das nicht. Du warst das gerade jetzt, ne? Bam! Oh. So Freisfeld fällt. Das sind gerade mal ein paar Sekunden. 21. 20. 39? 21. Nein, 20, das fängt ja mit 59 an. So. Ja, gut. Von mir aus auch das, 20 Sekunden. Durchschnitt. Theoretisch ein durchschnittlicher Wert von Anstoß bis ich mache ein Tor. Also, wenn man denn glücklich trifft, beziehungsweise wenn es frei ist. Wenn es mal klappt, wie man es sich vorstellt. Ne? Ja, genau. Ah, verdammt. Ich hab ihn verrissen. Oh, ich auch. Ich bin vorbeigefahren. Aber jetzt von Weitem. Distanzschuss. Oh. Fast im Bein. Da hinten ist der Müll. Hab ich ihn da hingeschossen. Boah. Gut, ich habe mit einem meiner Mitspieler geschossen. Hier ist so viel Verkehr teilweise, dass es unmöglich ist, den Ball länger zu behalten. Jetzt kriegt ihr die Bane. Bane traf. Die Bane? Bane interessiert. Aber ich war auch mit von der Partie. Das ist der Wayne Train zum Whatever. Scheiße. Was macht der denn da schon wieder, Junge? Ich frag mich, was diese Computerspiele da denken, was die da hinterm Tor machen. Das weiß ich auch nicht. Oh. Fuck, jetzt hab ich meinen eigenen Ball blockiert. Toll, und jetzt die Stefan natürlich klar. Ja! Jo, da hast du. Er hat mir aufs Dach gespielt. So ein Scheiß, Mann. Ja, ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm. Naja. Ja. Schon klar. So. Vorne verprügeln sie sich wieder. Ich bleibe hinten. Bevor du Position oder wie? Ja, ja erstmal. Ne? Sehr gut.
weg, warum macht keiner? Von jetzt wäre ich aber hin und her gekippt. Schon schwindelig. Für mich könnte es sein, dass ich von den 6 Spielen das zweite, dritte gewinne? Was nicht? Weiß ich auch nicht. Nein. Ah, dann vorbeigesprungen. Boah, gerettet. Alter. Ich habe schon ein Tor gesehen. Auch. Oh. Hast du geschossen? Ja, natürlich! Klar! So was Schönes, das kann halt nur irgendwie ein Mensch. So eine chirurgische Präzision hier. Aber nicht, wenn ich dauernd Airtime habe. Ja, das habe ich auch. Also, diese. Oh. Man kann doch nicht eine Minute stehen bleiben. Also gewonnen habe ich bisher nur ein Spiel, das zweite. Aber wir hatten ganz oft K.O. 3-mal schon. Mhm. So, das heißt 3 Punkte für mich, 2 für Tore, 1 für Sieg. Ne? Macht 4, 5, 6, 7, 17. Und 1 für dich macht 23. 17 zu 23. Mhm. Ja, ja. So, eine Runde machen wir noch, dann müssen wir, glaube ich, Tabak einnehmen, konsumieren. Mhm. Weil wir haben erst einen Strich, sogar das, der Tabak wird ja aufgezeichnet. Ne? Ja. Kann nämlich auch mal ganz interessant werden. So, jetzt nehme ich hier Octane. Mir scheißegal, wie der heißt. Der typisch englischen Lackierung. Diese Map ist ja auch sehr interessant, weil diese Computerviecher ja auch gar keine Ahnung haben, genau was die hier sich da eigentlich umeinander spielen. Da stehen halt auch sehr viele Chancen und Gelegenheiten für menschliche Spieler, weil diese Karte ja ein Gefälle zur Mitte hin hat, wodurch man dann den Ball relativ schön und gerade von allen Seiten aufs Tor spielen kann. So wie ich das jetzt getan habe und präzise daneben geschossen habe. Boah! Und mit Vollgas. Nochmal Vollgas. Alle weg! Ich hab 2 Leute, einen nach rechts und einen nach links weggekickt. Dann ist gut. Warst du dabei? Nee. Jetzt hätte ich jetzt wieder ein schlechtes Gewissen. Nee, hätte ich auch nicht, aber. Obwohl doch manchmal schon so ein bisschen, ne? Ja, aber das gerade die Startphase ist gerade der Anpfiff und ich dann 80 Mal da gekegelt werde. Madame Monsieur sich dann einfach vors Tor stellt und wartet, dass der Ball nur so stups reingeht. Ich bin dann verdammt schnell unterwegs. Bam! Ich hätte dich fast weggeraucht. Hätte es mal gemacht. Aber ich hab dich verfehlt. Ich wusste aber auch nicht, dass du das bist. Guck, da bin ich. Guck, wie knapp ich da an dir vorbeiziehe. Obwohl, so knapp war das gar nicht. Bei mir sah das ganz knapp aus.
Und ich war verdammt schnell unterwegs. Mhm. Du weißt ja, wie schnell ich war. Oh, da. Aber du warst das, ne? Ich war das, ja. Das war ich auch. ich schwör's dir, ich hab nur Kreis gefahren. Ja, Mann. Ich kann ja auch gar nicht gucken, wer das jetzt ist. Ah! Du was? Ein Eintor? Nein, eigentlich nicht. Der Kontur? Ach, du wurdest. Ich wurde angeschossen mit dem Ding und da habe ich es noch versucht. Aber... Ach, meine Herren. 1-1, ja, das ist offen. Gut. Alle sind explodiert, nur ich nicht. Purzel hier so rum. Nee, im Spiel komme ich also nicht. Aber jetzt. Jetzt komme ich. Jetzt! Jawohl! Souverän! Eiskalt! Die Lücke erkannt und genutzt. Guck, wie ich davor stoße. Ganz alleine, ich und der Ball. Ein Zusammenspiel, es mutet fast schon romantisch an, du. Hast du eine Erektion oder so? Nee. Ah, ja, ja. So. No. Nee. Das hätte wunderschön sein können. Du hast mir den Ball gerade versorgt, ne? Ich habe hier alles Mögliche gemacht. Ja, ja. Ich bin permanent am Ball. Ah, du schon wieder! Nein, ich war doch noch gar nicht! Du warst vor meinem Tor. Nein! War da echt nicht. Du standst in meinem Tor und hast mir den Ball weggenommen. Gar nicht! Doch. Hast du mich begrabt? Sonst wäre der Eisberg unbedingt. Gewonnen! 2-1, schon wieder. Beschwer dich doch. Nee, mach ich nicht. Diese 3 Punkte tun mir sehr gut, du. Ich weiß. Weil jetzt steht es schon 20-24. Wo wir angefangen hatten mit 4-4, da stand es noch 14-22. Ja. So schnell geht's. Ja. Mhm. Tabak oder? Nächstes Match. Mhm. Wir können auch erst das nächste Match machen, dann wieder mit 1-1 anfangen. Dann haben wir das nochmal durch, ne? Geht mal so viel rauchen. Dir ist klar, hast du selbst deine Autorität gerade unter dir selbst so. Boah,
hab mal angespielt und dann wieder was gesehen. Immer noch nicht. Ah, da ist er. Oh! Der ist über mich drüber. Geil! Aber. Hoho! Total. Ich hing so komisch im Kopf. Ich hab ihn sogar noch berührt und reingemacht. Oh, das war jetzt aber doof. Das hat keinen Spaß gemacht. Blöd. Ah. Oh. Ei, warte. Bye.